Leute, Serpentin hier. Heute geht's mal wieder um was, was mich hart einfach nur verwirrt, warum Leute so einen Scheiß machen überhaupt. Und zwar, anscheinend haben sich irgendwelche Leute es gedacht, dass man einfach mal so, na, ihr kennt das doch, wenn Bäume so irgendwo ein Loch haben oder so. Und ich nenne sie mal die freundliche Baumficker. Die haben irgendeinen Drecksnamen, den ich mir echt nicht merken will. Der ist super schwer so weit. Und die mögen es anscheinend, Sex mit der Natur zu haben. Also, die stecken ihren Dings gerne irgendwie in Baumlöcher, Erdlöcher und so ein Scheiß. Wo ich mich A frage, wo zum Fick hast du das gelernt? Und B Frage, warum? Warum zum Fick machst du so einen Scheiß? Bitte hör auf damit. So, wenn ich stelle mir so die schöne Situation vor, du hast irgendwie ein Date, ihr wollt Picknick machen, auf einmal siehst du da einfach auf der Dreckswiese, wo ihr ein Drecks-Picknick machen wollt, und von dem Park einen Typen, der gerade sein Löhres in ein Drecksbaumloch hämmert. Also, das habe ich die ganze Zeit im Kopf, wenn ich über dieses Thema nachdenke, was für mich einfach nur ein Drecksproblem ist. So, ich habe jetzt locker die letzten 3 Tage, ich habe gerade Ferien, ich habe die letzten, also ich produziere gerade mich, die letzten 3 Tage einfach daran gedacht, dass irgendwelche Leute so einen Scheiß machen. Warum? Warum zum Fick? Warum machst du das? Hör auf damit. Nein, das ist böse. Ich hab gerade letztens einfach die letzten 3 Tage daran gedacht, dass irgendwer so einen Scheiß macht und ich krieg's nicht aus meinem Kopf raus. Das ist einfach unangenehm als fuck, wie sowas. Es kommt halt auch nicht in meinen Kopf rein, wie sowas existieren kann. Also, ich. Ist jetzt auch, ne? Ich lasse dann jetzt mal so. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Es ist einfach nur fucking abfuck und seltsam und eklig. Dann, disliked nicht, der abonniert nicht. Entbindet die Glocke und runter von mir Rasen, Junge. Ja.